Ja, Tag auch Leute, und das gesuchte Wort vom letzten Mal hieß Want. So habe ich es auf jeden Fall gerade bei Leo gehört. Ich habe gerade mal geschaut. Das ist hier die Aussprache für diesen Stab, den hier der gute Axel beim letzten Mal gefunden hat. A beautiful crafted wooden ward that can be used to channel wizard's energy. Ja, damit können wir zaubern und das konnte der Gute ja vorher auch schon, allerdings nur mit seinen reinen Händen. Ich nehme an, dass später dann die Zauberstäbe hier noch entsprechende Bonis geben bei den Zaubersprüchen. Na gut, gehen wir jetzt erstmal weiter. An der Stelle will ich auch mal kurz eine Funktion zeigen, die mir hoffentlich bald noch sehr gefallen wird, nämlich die Minimap. Die wird hier automatisch erstellt. Waren quasi überall außer hier hin, waren wir auch gar nicht, sehe ich gerade. Und von da kommen wir doch eigentlich her. Wenn wir nochmal schnell zurücklaufen. Und zwar war das hier. War da irgendwas vergessen? Ja, da haben wir wirklich was vergessen hier. Hier nochmal so ein Leintuch irgendwie was. Loincloth. Das ist aber nicht so gut, weil das gibt uns minus einen Willpower. Das ziehen wir hier mal lieber nicht dem guten Axel an. Ein paar Sandalen sind aber, denke ich mal, ganz gut. Für unseren Minotauren. Der Elkantar hat ja schon Stiefel an. Ein Stein. Nehmen wir auch mit. Und hier Baked Maggot. Wieder was zum Essen. Gucken wir mal schnell hier, ob hier irgendwo ein Secret ist. Sieht aber nicht aus. Und hier unten kann man ja auch ab und zu mal reinschauen. Aber ja, das sind einfach nur Gitterstäbe. Ist ja hier ein Gefängnis, das Gute. Oder ein Verlies, besser gesagt. Naja, gucken wir mal, dass wir hier schnellstmöglich rauskommen. Wieder zurück an die Stelle, wo hier der Legionär erscheint ist. Und dann laufen wir jetzt hier rechts nach den ganzen Secrets. So, was haben wir denn hier? Eine, ja, blaue Blume, hätte ich jetzt fast gesagt. So sieht es auf jeden Fall aus. Hier haben wir eine Schriftrolle. Crystal of Life ist das gute Ding. Touch to regain health and restore life. Brauchen wir jetzt quasi nicht. Wir haben ja schon volles Leben. Und hier finden wir, glaube ich, jetzt den nächsten Zauberspruch. Scroll of Poison Cloud, also Giftwolke. Dazu brauchen wir Earth Magic 3 und das Zeichen links unten. Earth Magic 3 könnte jetzt ein Problem werden. Wir haben ja quasi 0. Ich versuche trotzdem mal zu zaubern. Ja, geht nicht. Da stand auch, wir haben nicht den entsprechenden Skill. Na gut. Da müssen wir mal warten, bis wir vielleicht ein Level abbekommen. Und ja, wir sind jetzt hier eine Stufe tiefer und da sind ganz viele Schnecken. Vielleicht sind das die, die ich vorhin durch die Falltür gejagt habe. Es waren ja zwei. Es sind auch zwei drinne. Okay, wir testen jetzt mal die Theorie. Das hat auch funktioniert. Der Liquio kann von hinten angreifen mit der Stangenwaffe. Ja, ist jetzt nur die Frage, ob das so viel Sinn macht. Ich denke mal, ob wir jetzt Steine draufschmeißen oder hier angreifen. Ja, wobei, der macht schon relativ viel Schaden. Vielleicht sollten wir das doch beibehalten. Was haben wir hier bekommen? Nochmal Schneckenscheiben. Und ja, wir können jetzt auch mal was essen. Seht, die Werte sind schon etwas nach unten gegangen. Ich hätte zwar jetzt auch noch ein bisschen warten können, aber so kriegen wir noch ein bisschen das Inventar auch nochmal sauber. Und die nächste Schnecke wartet schon auf uns da hinten. Fangen wir wieder an mit dem Wurfmesser. 38, ein Crit. Richtig viel Schaden. Und 21 Schaden aus dem Hintergrund aus der zweiten Reihe. Und wir haben jetzt Level bekommen. Ich sammle mal kurz das Zeug hier ein und dann gucken wir mal, was da genau passiert ist. Hier haben wir noch eine Kappe. Die hat auch plus 1 Protection. Die ziehen wir gleich mal an. Hier haben wir einen weiteren Stein. Nehmen wir natürlich mit. Und hier war, glaube ich, nichts. Ne, da war nichts. Vielleicht hier hinten ein Secret oder so. Kann ich jetzt auch keins sehen. Na gut, dann nehmen wir uns mal das Ganze mit dem Level Up hier vor. Wir können jetzt quasi hier, you have unused skill points. Und ja, wir können jetzt wieder 4 Punkte verteilen. Dann gehen wir doch mal gleich ein in Armor. Jetzt kriegen wir als Bonuswert auch Protection plus 1. Und da wir ja gerade ja Maces hier haben. Ich weiß ja nicht, ob was mehr Sinn macht, ob man auf Schwert oder hier auf andere Waffen gehen sollte.
Mace bräuchte man 4 Punkte. Und dann kriegt man einen Bonus. Ne? Ich glaube, ich gebe mal 2 auf Mace, 1 auf Swords. Dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal dann hier den Bonus komplett machen. Okay, wie sieht es denn beim Elkantar aus? Der hat auch 4 Skill Points bekommen. Und der könnte jetzt vielleicht 2 Punkte in Dodge. Damit kriegt er Invasion plus 5. Und vielleicht gehen wir dann die restlichen Punkte doch nochmal hier rein. Weil man sieht ja, man kriegt hier ab Level 10 dann auch neue Eigenschaften wie Step. Mit einer präzisen Attacke, die dann doppelten Schaden macht. Und das soll ja genau unser Schurke auch machen. Möglichst viel Schaden. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass... ach ja, seht ihr hier oben? Es kann wirklich sein, dass die Schnecken hier reingefallen sind. Dass hier kein Secret ist, hätte ich jetzt fast gedacht wieder mal. Der Raum sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Na gut. Kann man das anklicken? Sieht nicht so aus. Kann man es kaputt hauen? Ja, das geht. Ist aber auch nichts drinne. Habe ich da gerade wieder eine Schnecke gesehen? Ja, die Schnecke ist da hinten. Wir gucken uns schon mal hier um. Hier ist nichts. Okay, dann einen kleinen Fight. Mit der Schnecke. Ah, hätte ich hier auf die andere Waffe drücken müssen. Na, ich habe schon wieder daneben geklickt. Vielleicht nochmal hier zaubern. Oh, jetzt kann der Gute nicht zaubern. Müssen wir gleich mal quasi richtig machen, weil wir hatten hier gerade keine freie Hand zum Zaubern. Dann nimmt er hier mal die Torch und packt das Wurfmesser wieder ein. Und hat jetzt auch ein Level-Up bekommen. Schauen wir mal, was wir bei ihm machen. Er hat ja hier die Missile und die Throwing Weapons. Werde ich mich vielleicht dann erstmal hier auch auf beide Sachen spezialisieren. Und dann einfach hier noch 2 Punkte rein. Ich denke, das passt soweit. Ich hoffe wirklich nicht, dass ich irgendwann alle Waffen oder so weggenommen bekomme, weil dann habe ich ein Riesenproblem. Ich habe keinen, der sich hier in Unarmed Combat auskennt. Und die nehmen wir auch mal mit. Die Fackel. Ich muss mal angewöhnen, hier immer diese Charakterbildschirme wieder auszumachen. Die belegen doch wirklich einen Großteil des Bildes. Okay, weiter. Ich drehe mich halt immer so ein bisschen um und schaue nach den Secrets. Hier sind wieder irgendwelche Haken zum Aufhängen. Wahrscheinlich für Kleidung. Okay, eine Tür. Wir haben noch keinen Schlüssel. Und ja, jetzt sieht das Ganze wieder schon... Ah, jetzt ist die Fackel gleich wieder aus. Okay, dann nehmen wir gleich hier die nächste Fackel mit und hängen die dafür rein. Stein nehmen wir natürlich auch mit. Okay, und eine Tür. Die Tür geht natürlich auf, wenn wir den Schalter drücken, aber ich gehe erstmal hier weiter. Und komme zu einer Tür hier. Okay, schauen wir rein. Und da sind irgendwelche Viecher drin, die uns hier... Ja, die können schießen. Und zwar verschießen die, glaube ich, so ein Gift oder so. Oh, jetzt habe ich mich hier eingesperrt. Machen wir schon mal einen Zauberspruch ready. Und ich bin ja übrigens auch gerade blöd. Ich hätte ja hier über den Zauberstab zaubern können. Müsste eigentlich gehen. Ja, okay. Dann kriegt er doch wieder die Fackel in die Hand. Und wir nehmen uns hier noch ein Wurfmesser vor. Na, der hat ganz schön Schaden gemacht, der Kleine. Mit seinen Giftbällen. Ich glaube, da ist noch einer da. Ja, da ist noch einer da. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass der uns hier nicht... Oh, hat uns getroffen. Wow. Wow, das war knapp. Das war verdammt knapp. Da sind wir fast draufgegangen. Und ich glaube, ich gehe nochmal schnell zurück an der Stelle. Und dann versuchen wir mal diesen diesen Crystal of Life. Testen wir mal, ob der auch wirklich funktioniert. Da müssen wir jetzt nur wieder ganz zurücklaufen. Ich glaube, hier ist aber schon der Start. Und genau, hier ist die Treppe nach oben. Da müsste oben eigentlich direkt der Crystal of Life sein. Dann gucken wir mal, ob wir den anklicken können. Okay, der wird dann hier ein bisschen... Der wird dann dunkelblau. Ich glaube, den kann man dann nur einmal benutzen, offenbar. Müssen wir mal im Auge behalten. Okay, und wir haben wieder volles Leben. Haben uns jetzt quasi die Rast gespart. Und können jetzt mal weiterschauen, was in diesem Raum vor allem drin war.
Aber die waren ja schon mal nicht schlecht hier. Mit den Giftwolken haben die richtig Schaden gemacht. Vielleicht dann doch hier mal den Axel. Der ist doch auch aufgestiegen, oder? Ist er noch nicht aufgestiegen? Nee, Level 1. Vielleicht sollten wir den dann auf die Giftwolke trimmen. Die macht ja offensichtlich doch eine Menge Schaden. Na gut. Oh, okay. Das ist nicht so ein gefährlicher Gegner. Den kennen wir ja schon. Der kann nämlich nichts außer draufhauen. Na komm. Einmal Feuer und jetzt ist auch Axel aufgestiegen. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er der Gute. Dann gebe ich ihm wirklich mal 3 Punkte in Erdmagie. Damit müssten wir den Zauberspruch eigentlich bekommen und ausführen können. Und dann noch 1 in Spellcraft. Somit kriegen wir plus 1 Willpower. Das ist doch eine gute Kombination, denke ich mal. Können wir gleich mal testen. Ich glaube, das war das Symbol hier unten. Ja. Und eine Giftwolke. Oh, und die macht auch wirklich Schaden. Wir haben es gerade selbst ausprobiert mit unseren Helden. Da sollte man nicht zu lange drin stehen bleiben. Was haben wir denn hier? Da liegt was auf dem Boden. Schlüssel. Und was ist das? Ein Kompass. Kompass ist ja bei Lands of Lore dann auf einmal hier an der Seite erschienen, sodass man sich orientieren kann. Okay, der Kompass funktioniert zwar auch, aber nur im Inventar. Also die Nadel zeigt offensichtlich nach Norden, die rote. Wie das so üblich ist beim Kompass. Und da liegt ein Messer. Oder was soll das hier sein? Eine Machete. Schwert. Attack Power 9, Speed 15. Ich glaube, das werden wir hier mal austauschen. Was hat er denn hier gehabt? Der hatte Attack Power 12. Und die hat jetzt Attack Power 9. Die ist aber viel, viel schneller, wenn der Wert, wenn ein größerer Wert dann quasi schneller ist. Wir checken das mal. Ja, ich nehme nochmal den Mace hier. Ja, der hat definitiv eine längere Abklingzeit. Dann würde ich sagen, ab jetzt kämpfen wir mit der Machete. Können dann hoffentlich öfter zuschlagen. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo war ich denn jetzt schon hier? Fackel, Fackel. Okay, schauen wir mal kurz auf die Minimap. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen offenbar. Ne, wir haben hier alles durch. Könnte sein, dass hier noch ein Secret ist. Suchen wir das Ganze mal ab hier. Sieht nicht so aus. Hier ist auch nichts. Da auch nicht. Könnt ihr übrigens mal gerne in die Comments schreiben, ob euch wieder schlecht wird hier oder ob das hier mit der neuen Grafik sich jetzt erledigt hat. Bei Lands of Lore sind ja einige Leute dann immer abgesprungen, haben gesagt, boah, du läufst definitiv zu schnell. Wenn ich zu schnell laufe, gucke ich einfach mal auf die Minimap. Okay, da die Tür. Da gehen wir noch rein. Da ist auch gar nicht viel drin. Da ist ein bisschen Kleidung drin. Oh, das sieht aber sehr schick aus. Was für den Magier offenbar. Ja, der Rest hat ja... Oh, nee, der hier vorne hat gar nichts. Der Elkantar. Geben wir es lieber ihm. Er steht ja auch vorne. Noch eine Silk, also Seidenhose. Ja, die Lederhose ist besser. Seidenhose für den Magier. Und noch was zu essen. Das war, glaube ich, eine Maat oder sowas. Okay, Secrets habe ich keine gesehen. Gehen wir nochmal zurück. Gab es noch einen anderen Weg? Quasi hier raus. Und hier rein. Schlüssel haben wir jetzt ja auch. Machen wir mal auf. Und eine Information. Shelter left, sells right. Shelter left. Das ist eine Halterung für eine Fackel. Ja. Das sah ganz wieder aus wie ein Secret. Oh, ein schöner Helm. Kann man schon von der Ferne sehen. Iron Bazinet, Heavy Armor. Was hat er denn für Werte? Plus 8 Protection, also das ist schon ein sehr guter Wert. Aber wir kriegen minus 10 Ausweichen, wenn wir nicht die Heavy Armor Präferenz geskillt haben. Ich ziehe den trotzdem mal an, weil 14 Protection ist halt einfach schon viel stärker. Und gebe den anderen Helm hier, den
Elkantar und ja, mit dem kleinen Secret verabschieden wir uns erstmal für die Folge. Hoffen, dass wir dann beim nächsten Mal noch mehr Secrets finden und natürlich hier weiterkommen in die tieferen Ebenen von Mount Grimrock. Bis dann.